900 Milliarden Euro sitzen. Dagegen nehmen sich die 250 Milliarden Euro, die die internationalen Gläubiger an Griechenland vergeben haben und im Falle einer Pleite Griechenlands verloren wären, als überschaubare Größe aus. Die Berechnungen des IWF zeigen, dass der Großteil dieser faulen Kredite bei den italienischen und spanischen Banken sowie in Irland, Zypern und Griechenland lagert. Zwar hat die EZB durch die Übernahme der Bankenaufsicht in Europa und die neuen Vorschriften zum Eigenkapital gewisse Erfolge erreicht, doch reichen diese Maßnahmen keinerweise aus, um das Problem der faulen Kredite in den Griff zu bekommen. Der IWF schlägt daher vor, dass sich die Banken aktiv mit diesen faulen Krediten beschäftigen müssen. Und zugleich empfiehlt der IWF, effiziente rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen zu errichten. Mario? Ja? Ich glaube, die sind alle eingeschlafen. Ich fasse mal kurz zusammen, Leute. Vom Prinzip her steht in dem Bericht drin, dass unser Finanzsystem wieder mal, wie so oft, prophezeit, aber jetzt ist es ein Bericht des IWF. Wir sind am Arsch. Ja. Mal kurz runtergebrochen. Und die sagen nichts weiter als, Leute, Anleger, ihr mit eurem Großkapital, rettet, was ihr retten könnt. Und das fängt jetzt an. Na, ich bin mir da immer nicht so sicher. Also wir haben, ich sage ja selber auch, also 5 Jahre, dann ist unser Geldsystem wahrscheinlich im Arsch, weil, wie du richtig sagst, der Dollar ist nichts mehr wert, der Euro ist nichts mehr wert, wir machen jetzt noch eine zusätzliche Inflation mit 1,8 Billionen Euro, die da in den Markt unnütz gepumpt werden. Also im Grunde, wir warten ja auf den Crash. Nur, wir müssen auf uns vor Augen halten, wir haben ein ganzes Wirtschaftssystem, was davon abhängig ist, dass es funktioniert. Wenn der Crash morgen kommen würde, es würde ja nichts mehr funktionieren. Du würdest beim Bäcker nicht mehr ein Brötchen bekommen. Also, ich weiß nicht, ich bin mir da noch nicht so sicher, wann der Crash und wie der Crash kommt. Ich hoffe, er wird friedlich. Wenn wir alle die Supermärkte plündern, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, oder Gartenkarotten anbauen oder so. Ja, was denn? Kriegst du doch nicht mehr. Kriegst doch kein natürliches Saatgut mittlerweile. Kriegst du nur noch Monsanto-Scheiße. Genau, Saatgut, was sich nicht wieder, also was sich nicht regeneriert, wo du kein Saatgut mehr rausbekommst, sondern du musst jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Wir hatten noch einen G7. Ja, genau. Sprecher. Chris, wir hatten ja am Wochenende nicht nur Aktionstag gegen TTIP, wir hatten ja auch das G7-Treffen. Nee, das war das am Wochenende? Nee. 14.15. Genau, also ich weiß nicht, die Jüngeren, nein, die Älteren unter euch wissen das vielleicht noch, das hieß früher mal G8. Da hat man noch mit Russland gesprochen, aber mit Ausbruch der Ukraine-Krise wurde ja sofort jegliche Kommunikation mit Russland eingestellt. Das war nicht nur G7, das waren auch jegliche sonstige Foren, wo zwischen Russland und EU gesprochen wurde. Das wurde sofort alles eingestellt und dann hat man angefangen zu sagen, Russland ist schuld, dass sie nicht miteinander reden. Na gut, Chris, du warst, erzähl mal, du warst bei der Demo. Naja, so zum Thema G8 wollte ich noch anfügen, da war doch auf dem letzten G8, wo es noch so hieß, war doch der Herr Putin auch da gewesen. Und da wurde doch schon gesagt, der saß irgendwie bloß allein am Tisch und da ging das schon in die Richtung hin, ne? Ja, also wie gesagt... Von dem wir ja wissen, dass es nicht so war. Er saß nicht alleine am Tisch, sondern uns wurden ja nur Bilder gezeigt, wo es so aussah, als ob... Genau, er hat in dem Moment mit der Dame am Tisch irgendeine Wirtschaftsgeschichte verhandelt. Ja, was auch nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ja, also wie gesagt, ich war in Lübeck gewesen letzte Woche. War ein sehr schönes Fest. Könnt ihr euch übrigens auch mal die Videos angucken. Das ganze Programm sehr hochkarätig. Es waren sehr wenig Leute da und da möchte ich nochmal Christoph Hörstel zitieren, der gleich zu Anfang gesagt hat, wir sind verdammt viele, wir sind nur alle gerade nicht hier. So. Und ich denke, das kann man auch sehr gut auf den Montagsmahnwachen im Allgemeinen beziehen. Das hat zwar alles jetzt über den Winter abgenommen, aber ich sehe doch so, es wird wieder mehr. Und wichtig ist auch, wie die Einstellung der Leute ist und was sie denn auch im Privaten tun. Weil nicht bloß die Montage oder irgendwelche Veranstaltungen sind wichtig, sondern das, was man im täglichen Leben tut und ändert und wie man über die ganzen Sachen denkt und dementsprechend handelt. Ja, also wir waren da auf diesem Friedensfest, war sehr schön. Wir waren sogar in Hörweite zu dem Gipfel selber. Das waren so 300 Meter quer über die Trave drüber. Ihr habt den Gipfel gehört, würdest du sagen? Ich
hoffe, der Gipfel hat uns gehört. Und das war sehr schön. Hier, Woyner von der Bandbreite war ebenfalls da und hat auch so direkt in die Richtung rüber gesungen. Das hat alles echt gepasst. Killis Moore war da gewesen. Und Bernd Senf hat ebenfalls ein paar Liedchen getrellert. Also das war wunderbar. Sehr schöne Reden. Eine super Verpflegung, muss ich sagen. Jeder Veganer wäre auf seine Kosten gekommen. Da kann ich auch gleich mal ein bisschen Werbetrommel rühren. Da wird es dies Jahr im Sommer, denke ich mal, nochmal ein weiteres Fest geben. Und wenn das ebenfalls so gut organisiert und durchgeführt wird, da können wir uns ja wirklich zu Tausenden treffen und da wird es keinem an irgendwas fehlen. So, die Aussagen auf diesem Friedensfest, wie gesagt, sehr klar in Richtung Polizei auch. War ja eine sehr, sehr heftige Polizeipräsenz, nur nicht bei uns. Also es gab wohl auch sehr viel Stress in der Altstadt mit den Herrschaften von Stopp G7. Das war eine der anderen angemeldeten Demonstrationen. Damit hatte die Polizei ihre liebe Not, dass sogar die Leute bei uns abgezogen wurden. Also wir hatten dann noch drei sehr nette Leute vom Kommunikationsteam. Die haben wir dann auch glatt noch zum Essen eingeladen und hatten sehr schöne Gespräche. Also das Verhältnis zur Polizei war da oben sehr, sehr gut. Egal, wen man getroffen hat, die Leute hatten gute Laune, die waren zugänglich, man konnte mit denen Gespräche führen. Die sind gar nicht so scheiße. Und das kennen wir ja hier eigentlich aus Berlin auch. Sind sie ja grundsätzlich nicht, oder? Sie hängen genauso im System fest wie wir auch. Ja? Ja, ganz genau. Da habe ich ja auch, wo ich in Frankfurt bei Blockupy gewesen bin, da gingen mir auch so Worte durch den Kopf. Leider war kein Mikro in der Nähe oder irgendwelche großen Lautsprecher. Da wollte ich dann auch, sage ich auch immer zu jedem Polizisten, der mir irgendwie so unter die Finger kommt und der gewillt ist, mir irgendwie zuzuhören, dem ich auch sage, Mensch, wir sitzen alle im gleichen Kahn. Und die Löcher, die werden immer mehr, das Wasser wird immer mehr. Und das bringt gar nichts, wenn wir dann gegenseitig uns auf die Birne hauen und uns darüber streiten, mit welchem Eimer, welche Farbe wir jetzt hier das Wasser aus dem Boot rausschöpfen. Sondern wichtig ist doch, dass wir zusammenarbeiten und dementsprechend, dass der Kahn nicht sinkt. Weil wir sitzen alle zusammen drin. Und wenn es sinkt, dann sind wir alle gemeinsam dran. Ja, wie viele Leute waren da? Circa 150. Okay, waren halt alle woanders beschäftigt. Ja, wie gesagt, also der Spruch von Christoph Hörst hat mir sehr gut gefallen. Ich habe übrigens seine Rede angeguckt, die findet ihr auf YouTube. Von einer G7-Veranstaltung, ne? Auf jeden Fall Christoph Hörstel, googelt mal bei YouTube oder guckt einfach bei YouTube nach dem Video. Ist eine sehr gute Rede wieder gewesen, weil der haut immer so einen Rundumschlag raus, finde ich. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, genau, das wollte ich unbedingt noch erzählen. Wir haben ja dann natürlich nach der Veranstaltung immer geschaut, was sagt die Presse, was sagt das Fernsehen und so weiter. Und da war ein Bericht drin über die Proteste. Es wurde Stopp G7 gezeigt. Und zwischendrin wurde dann übergeblendet, wo gesagt wurde, ja, und eine Demonstrantin sagt Doppelpunkt. Und dann wurde die Katrin eingeblendet, die bei uns gesprochen hat. Und wir haben eigentlich gar nicht verstanden, was das soll. Also da wurde die, obwohl sie gar nicht bei Stopp G7 gewesen ist, wurde das vollständig mit reingebracht. Das konnte keiner irgendwie nachvollziehen. Von daher, man hat es mal wieder zusammengeschnitten, so wie man es irgendwie braucht. Und über das Friedensfest wurde da eigentlich gar nicht viel berichtet. Was so aber nicht schlimm ist, weil wir haben YouTube, wir haben die alternativen Medien und da sind sehr gute Berichte drin. Wobei ich sagen muss, die lokale Presse, die Lübecker Nachrichten zum Beispiel, haben einen sehr wohlwollenden Beitrag auch über das Friedensfest gemacht. An der Stelle danke dahin. Okay, danke. Nebenbei, es gibt ein neues Projekt von Killis Moore. Das ist mir da oben zu Ohren gekommen. Da wurden mir auch gleich ein paar Aufkleber mitgegeben. Die sind hinten am Infostand mit aktivismus.de. Einfach mal nachschauen. Dürfte sich lohnen. Okay, danke Chris. Oder habt ihr noch Fragen? Hat noch jemand Fragen dazu? Möchte noch jemand was wissen? Vielleicht habe ich ja irgendwas weggelassen, was wichtig ist. Nö. Das ist gut. Okay. Wir sind ja auch alle aufgeklärt hier. Die